Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte. Dieses Jahr gibt es eine Premiere. Es haben sich nämlich mehrere Organisationen aus dem Liechtenstein Zimmer geschlossen und wollen diesen Tag zu einem Erlebnis für Gross und Klima haben. Ich bin einfach dann noch mal gerade im Kontakt mit dem Georg Biedermann, mit dem künstlerischen Leiter vom Kinder- und Jugendtheater, im Tag im Gespräch mit ihm. Habe ich auch gemerkt, es ist ein Bedürfnis umeinander, dass sich die Organisationen auch zusammentun und miteinander kann man einfach auch stärkere Akzente setzen eigentlich. Ja. Und darum haben wir gesagt, okay, 2011, Tag der Kinderrechte fällt gerade auch noch auf den Sonntag. Schauen wir mal, welche Organisationen kann man da mit ins Boot holen und dafür gewinnen, eben, dass wir miteinander diese Veranstaltung organisieren. Ja. Und diese Organisationen sind der Abenteuerspielplatz Dreckspatz, das AHA, Asitisch Liechtenstein, das Eltern-Kind-Forum, das Frauenhaus, der Kinder- und Jugendbeirat, die Kita, die Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche sowie das TAC. Vom ASA weg ist der ganze Nachmittag im Theater am Kirchplatz mit einem bunten Programm gefüllt. Neben fixen Vorführungen sind die verantwortlichen Organisationen durchgehend vor Ort und informieren über ihr Tun. Es gibt eine Premiere von der Kinderfilmwerkstatt. Das heisst «Im Wunderland der Künste». Das ist eine Kooperation vom Abenteuerspielplatz Dreckspatz in Schaan und am TAC, wo Kinder Kunsterfahrungen gemacht haben. Und die Sonde Marxer als professionelle Filmerin hat einen Dokumentarfilm zusammengestellt. Da findet die Premiere am 2. statt. Bereits am 1. kann man schon kommen. Es gibt einen grossen Marktplatz mit Infoständen, mit einem Ballonwettbewerb. Nach der Kinderfilmpremiere gibt es eine Stunde später einen Bericht vom Kinder- und Jugendbeirat. Sie haben eine Umfrage gemacht zum Thema Kinderrecht im Liechtenstein. Und am 4. abschliessend ist das grosse Konzert von Marius und die Jagdkapelle. Das ist eine Rockband aus St. Gallen, die sich für Kinder etwas ganz Tolles ausdenkt hat. Das Programm heißt Wildsaujagd. Ist wirklich musikalisch hochstehend und inhaltlich toll, was sie für Kinder und auch ihre begleitenden Erwachsenen eben spielen. Das Filmprojekt «Im Wunderland der Künste» hat Kinder und ihre Kreativität gefordert. Eine Woche sind sie auf Weg und haben sich mit Kunst und Kultur auseinandergesetzt. Größtenteils hat dies auf dem Abenteuerspielplatz Dreckspatz stattgefunden. Der Ort ist natürlich prädestiniert für so Sachen. Sehr ein kreativer Ort. Also er fordert schon raus, wenn man schon kommt, Kinder merken, sie sind am Umspringen, am Schauen und überall und haben schon Ideen. Also der Platz selber, und er ist hier nicht so aufgeräumt, dann findet man einen Gegenstand und dann macht man schon wieder etwas draus. Oder sie sagen, oh, kann ich das brauchen, dann könnte ich gerade das und das machen. Also die Kinder lieben auch den Platz. Für sie ist das, es ist ein toller Platz und ich finde es toll, dass es der gibt.